Tschukbal wurde von einem Schweizer Sportmediziner Ende der 1970er Jahre mit dem Gedanken eines fairen sowie wettbewerbsfähigen Sports entwickelt, der für jeden zugänglich ist und Geschlecht wie auch Alter unberücksichtigt lässt. Es handelt sich um eine Ballsportart, bei welcher zwei Teams mit jeweils 7 Spielenden gegeneinander spielen. Das Spielfeld ist circa so groß wie ein Basketballfeld und an den jeweiligen Enden des Feldes steht ein Frame, welches einem Trampolin ähnelt und um welches sich eine verbotene Zone von 3 Metern Radius befindet. Um einen Punkt zu erzielen, wird von der angreifenden Mannschaft mit einem Ball auf das Frame geworfen und muss außerhalb der Sperrzone im Feld landen. Beide Frames können von beiden Mannschaften zum Angreifen benutzt werden. Die Aufgabe der verteidigenden Mannschaft ist es, den geworfenen Ball zu fangen. Wenn der Ball gefangen wird, wechseln sofort die Seiten und die Abwehrmannschaft ist im Angriff. Es sind maximal 3 Pässe zulässig, bevor auf das Frame geworfen werden muss. Ebenfalls darf die ballhabende Person nur 3 Bodenberührungen ausführen, bevor diese abzupassen hat. Im Spiel können in folgenden Situationen auch Punkte für den Gegner erzielt werden. Wenn am Frame vorbeigeworfen wird, der Ball nach dem Abprall vom Frame in der verbotenen Zone oder außerhalb des Feldes landet oder man sich nach dem Wurf mit dem Ball selbst trifft, nachdem dieser vom Frame abgeprallt ist. Bei Erzielen eines Punktes wechselt der Ballbesitz und es erfolgt ein Anwurf von hinter der Grundlinie. Wird gegen eine Regel verstoßen, gibt es einen Freiwurf für die gegnerische Mannschaft. Dieser wird ausgeführt, indem der Ball mit beiden Händen auf den Boden getippt wird. Freiwurfauslöser sind, wenn die ballführende Person ins Seitenaus läuft oder die verbotene Zone berührt, der Ball den Boden berührt oder zu viele Schritte gemacht werden oder der geworfene Ball am Rahmen des Frames abprallt und im Spielfeld landet. Tschukbal ist ein kontaktloser und fairer Sport, weshalb die Pässe der gegnerischen Person nicht abgefangen und auch sonstige Aktionen des Gegenübers nicht behindert werden dürfen. Passiert das, wird ebenfalls ein Freiwurf ausgelöst. Besonders beliebt ist der Sport in Asien und Europa, wird allerdings weltweit gerne gespielt. Genauso in Deutschland. Dort haben bei der letzten deutschen Meisterschaft 20 Mannschaften teilgenommen. Bei Interesse oder Fragen www.tschukbal.de oder direkt an info@tschukbal.de.